Spread out, spread out. He's gotta be close. Mit Rambo the Video Game gibt's 2014 wieder einen Kandidaten für eine typische Filmlizenzgurke. Und angesichts der kommenden Kinoblockbuster wird Rambo sicher nicht alleine bleiben. Wenn man sich die Liste der erfolgreichsten Filme der letzten 30 Jahre anschaut, könnte das genauso gut eine Liste der miesesten Computer- und Videospiele dieser Zeit sein, mit einigen kleinen Ausnahmen. Wenn die Industrie versucht, sich an den Erfolg von Hollywood-Filmen dranzuhängen, scheint der spielerische Reinfall schon vorprogrammiert oder einkalkuliert, denn oft reicht der starke Name ja schon, um den Fans den Lizenzmüll anzudrehen. Wir haben die 10 schlimmsten und kuriosesten Beispiele für solche Gurken zusammengestellt. Ein Hinweis vorab, wir haben nur Spiele berücksichtigt, die wirklich direkt auf Filmen basieren. Es gibt da draußen zwar entsetzliche Verbrechen an der Programmierkunst, wie Superman 64 oder Kuriositäten, wie das Highlander-Spiel Last of the McClouds, aber die haben keine direkte Kinovorlage. Außen vor gelassen haben wir auch die Marken Herr der Ringe und Star Wars, denn die haben mit ihren dutzenden Versoftungen schon ein eigenes Special bekommen, beziehungsweise werden es noch kriegen. Ebenfalls unerwähnt bleiben all die Kinder-Casual-Titel, die es zu jedem 3D-Animationsfilm der letzten Jahre gab. Sounds good to me. Platz 10, Enter the Matrix und Path of Neo. Unser 10. Platz fällt nicht unter die Kategorie unspielbar, sondern eher unter WTF. Beide Matrix-Spiele wurden unter starker Mitarbeit der Wachowski-Geschwister entwickelt und das auch noch von Shiny Entertainment, den Genies hinter Earthworm Jim und MDK. In beide Titel wurden zudem Millionenbeträge investiert. Für Enter the Matrix wurden eigens mit den Filmstars neue Cutscenes gedreht. Das Spiel sollte als Verbindungsstück zwischen Film 2 und 3 dienen. Die Erwartungshaltung war also nicht gerade gering. Heraus kam aber beide Male ein technisch unsauberes, verbuggtes, hässliches Experiment, dass hier die Filmstory nicht nacherzählt wurde, sondern es eine Parallelhandlung gab, in der der Haupthandlungsstrang nicht erklärt, sondern nur sprunghaft und vage berührt wurde, war gewagt. Für Hardcore-Fans der Matrix-Trilogie war es sicherlich cool, tiefer in den Kosmos einzutauchen. Wir vermuten aber mal, dass die meisten der Millionen von Käufern da schlichtweg nicht folgen konnten. Und das Gameplay allein war kein Grund, bei der Stange zu bleiben. Schade, denn hier wurde auf interessante Weise mit der Thematik Virtual Reality gespielt, so gab es Level in Vampirschlössern oder mit verdrehten physikalischen Gesetzen. Wer bis zum Ende von Path of Neo durchhielt, wurde sogar mit einem abgefahrenen Gag belohnt, denn die Wachowskis änderten das Ende der Story für das Spiel ab. I'm Andy Wachowski. And I'm Larry Wachowski. At this point, it's martyr time. Now maybe that works in a movie, but in a video game, the Jesus thing is, well, lame. Really lame. If you're like us, then right now you're ready for 15 minutes of sweaty-palmed, button-pushing action to kick the crap out of some big badass boss. Trotz all dieser schrägen, shiny-typischen Ideen blieben die Titel am Ende stark hinter den Erwartungen zurück und sind zwar keine typischen, aber dennoch besondere Lizenzgurken. Platz 9, Fight Club. Bis heute soll es Menschen geben, die glauben, in David Finchers Sozialsatire Fight Club ginge es um Männer, die sich aufs Maul hauen. Die Macher dieses Spiels gehören wohl dazu und lieferten einen geistlosen Prügler ab. Okay, was sonst soll man aus der Materie machen? Ein Adventure wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber hätte nicht den Massengeschmack getroffen. Fight Club kam sogar ziemlich nah an die Filmatmosphäre ran, das eigentliche Spiel scheiterte aber mal wieder an schwachem Gameplay. Der Prügler bot viel zu wenige Optionen, um länger als ein paar Minuten zu unterhalten. Der enthaltene Story-Modus sah furchtbar aus und war zudem noch langweilig. Wir können jetzt mit einem lahmen die erste Regel des Fight Club-Spruch abschließen, begnügen uns aber mit, wenn ich dieses Spiel im Regal stehen hätte, würde ich es Maler nennen. Platz 8, der weiße Hai, Jaws Unleashed. Okay, die Grundidee dieses Spiels ist eigentlich ziemlich genial. Statt den doch etwas drögen, von Phobien gebeutelten Sheriff Brody zu spielen, der seinen Kaff vor dem fiesen, menschenfressenden Hai beschützen will, schlüpfen wir hier in eben dessen schuppige Haut. Gut, es wäre genial, wenn Haie nicht im Grunde so dermaßen langweilige Tiere wären. Sie können schwimmen und fressen. Das war's. Sie haben kein Inventar, sie können nicht reden und sie werden auch nicht größer, wenn sie Pilze fressen. Das heißt, das Spielprinzip ist 15 Minuten lang lustig und dann nur noch Fahrt. Probleme mit der Kamera, miese Grafik und absurde Missionsziele geben diesem Hai dann den Rest.
Platz 7, 007 Legends. Es gab schon einige gute James Bond Spiele und unser aller Lieblingsagent hätte zu seinem 50. Geburtstag eine bessere Würdigung verdient als 007 Legends. Eine schnelle Rundreise durch seine gefeiertsten Einsätze, allerdings durchgehend mit dem Daniel Craig Bond. Dass die Story bei dieser Prämisse, in der zum Beispiel der Plot von Goldfinger in 3 Minuten abgehandelt wird, nicht vom Hocker hauen kann, ist eigentlich klar. Spielergespielte 007 Legends dann leider nur ein Call of Duty für Arme, ohne KI, dafür mit umso mehr Bugs, sodass nie ein echtes Agentenfeeling aufkommt. Immerhin konsequent, eine schlechte Idee schlecht umgesetzt. Platz 6, Tunnel Rats. Jetzt kommt was Perverses, ein Spiel, das auf einem Film von Uwe Boll basiert. Yep, richtig gehört, 1968 Tunnel Rats ist ein Bollwerk ohne Gaming-Vorlage, also sorgte er höchst selbst dafür, dass dieser Missstand behoben wurde. Tunnel Rats ist sogar einer der von Kritikern besser aufgenommenen Filme, was vielleicht daran lag, dass Boll kein Drehbuch schrieb, sondern die Darsteller dieser Vietnam-Story improvisieren ließ. Für das Spiel ging das leider nicht, da muss jemand so eine Art Skript abgeliefert haben und das war schlimm. Genauso wie das Gameplay, die Grafik und die Programmierung dieses Shooters, dessen Hauptfigur so unsympathisch rüberkommt, dass es befriedigender ist, sie einfach im Dschungel Vietnams zurückzulassen, als die 5 Stunden des Spiels durchzuhalten. Platz 5, The Crow, City of Angels. City of Angels war das Sequel zum Gothic-Kultfilm The Crow mit Brandon Lee. Der Film hat schon keinen mehr interessiert, warum haben wir das Spiel hier aufgenommen? Weil wir jetzt bei den Paradebeispielen angekommen sind. Schnell hingerotzte Titel, die versuchen auf der Erfolgswelle des Films mitzuschwimmen. In dieser Hinsicht erfüllt The Crow City of Angels alle Kriterien. Mehr noch, das Ding ist von 1997 und markiert somit den Beginn einer Ära schlechter Filmumsetzungen in klobige 3D-Actionspiele. Immerhin hatten die Entwickler zuvor halbwegs den Dreh raus, wenn es darum ging, etwas schnell als 2D-Jump'n'Run zu verunglimpfen. Dieses Spiel sieht wie viele, die danach kamen, schlimm aus. Es ist unglaublich monoton und die Steuerung und die Kameraführung sind eine Frechheit. In diesem extrem repetitiven Beat'em'up ist die nicht funktionierende Kollisionsabfrage das größte Hindernis. Platz 4, eine Flut von Marvel und DC-Spielen. Es gibt eine Menge schlechter Spiele im Marvel- oder DC-Universum, um die es hier nicht geht. Aber je mehr Hollywood-Verfilmungen dieser Stoffe gemacht werden, und an denen herrscht in den letzten Jahren ja nun kein Mangel, umso mehr hastig zusammengeschusterte Lizenzgurken müssen wir auch ertragen. Ob es um Thor, God of Thunder geht, um Iron Man oder Fantastic Four, Spider-Man 3 oder sogar Catwoman. Es sind mittlerweile einfach zu viele Superheldenfilme, um ihre spielbaren Pendants hier einzeln aufzuführen. Fast alle haben schlampige Programmierung, monotonstes Gameplay, schwammige Steuerung, uninspirierte Stories und hässliche Grafik gemein, in allerbester Tradition von The Crow. Ironischerweise schneidet da das Spiel zum Rohrkrepierer Catwoman noch mit am besten ab. Das hat immerhin schicke Animationen. Sind vermutlich exakt die gleichen wie im Film. Platz 3, die Games zu Michael Bay's Transformers-Reihe. Die Transformers sind ein toller Stoff für Videospiele und es gibt durchaus einige gute bis brauchbare. Die zu den Kinofilmen gehören nicht dazu. Wobei sie bleiben der Vorlage in einer Weise treu, sie werden von Teil 1 bis 3 immer schlechter. Wie im Film lassen sich Autobots und Decepticons oft kaum auseinanderhalten und es bleibt unklar, wer gerade wem den Unterboden aufreißt. Dazu kommen all die bereits genannten typischen Lizenzgurkenkrankheiten. Hier werden sie sogar auf die Spitze getrieben, die Entwickler waren so faul, dass sie mehrere Missionen recycelten und nur die Protagonisten austauschten. Optimus Prime würde sagen, in diesem Spiel steckt viel weniger drin, als man denkt. Platz 2, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 und 2. Und hier kommt eine der größten Frechheiten dieser Thematik. Aus einem epischen Fantasy-Krimi voller Rätsel, Magie und interessanten Charakteren kann man natürlich einen geistlosen Shooter machen. Damit dürften Fans der Reihe, die als Action-Adventure begann, vielleicht noch leben können. Richtig ruinieren kann man das dann noch durch abwesende KI, unfaire Checkpoints, lieblose Inszenierung und eine generelle Monotonie. Das Spiel besteht nur daraus, in einem Areal Moorhuhn-like alle Gegner wegzuzaubern, dann geht es ins nächste. Spätestens dann weiß der Potter-Fan, dass sein Universum im Mainstream angekommen ist. I confess myself disappointed. You have nobody to use as a shield now! Harry,
Platz 1. E.T. Dieser erste Platz war unvermeidlich. E.T. gilt als das schlechteste Videospiel überhaupt, doch eigentlich gebührt ihm dieser Ruhm nicht allein. Wir sollten etwas weiter ausholen. Denn das schnelle Ausschlachten eines Hollywood-Hits ist keine Erfindung der Neuzeit. Diese Idee wurzelte bereits in der Ära, als Spiele noch von coolen Kreativen in ihrem Keller zusammengeschustert wurden. Und das in wenigen Wochen. Eigentlich teilen sich fast alle Filmspiele der 80er das Siegerpodest mit E.T. Vermutlich war die Gewinnspanne damals sogar noch größer, wenn so ein Millionenzeller an ein paar Feierabenden zusammengerotzt werden konnte. Zu nennen wären also unter anderem auch Zurück in die Zukunft, das aus dem Einsammeln von Uhren bestand, Ghostbusters, falsches Spiel mit Roger Rabbit, das nicht nur an der unbrauchbaren Steuerung litt, sondern bei dem es angeblich erforderlich war, an einer bestimmten Stelle eine Hotline, eine reale, gebührenpflichtige Hotline anzurufen, um weiterzukommen, sowie das Originalspiel zu Jäger des verlorenen Schatzes. Hierbei handelt es sich um das allererste Videospiel mit Filmlizenz, die Ursünde quasi, wobei Uneinigkeit darüber herrscht, ob dieses erste Indie-Spiel nur zu herausfordernd ist oder einfach nicht gut. Dr. Jones muss hier mehrere Rätsel in Kairo lösen, um an Gegenstände zu kommen, die es ihm erlauben, die Bundeslade zu finden. Leider bekommt er dafür innerhalb des Spiels keinerlei Tipps, alles basiert auf Trial and Error. Warum wir das so auswalzen? Weil das Spiel von Howard Scott Warshaw stammt, der dann später 1982 auch E.T. entwickelte. Tatsächlich in nur 5 Wochen. Und wenn es Indie nicht ist, dann ist E.T. definitiv die erste Lizenzgurke. Der Titel folgte einem ähnlichen Spielprinzip. E.T. musste die Teile für sein berühmtes Telefon zusammensuchen. Dabei durfte er nicht in Löcher fallen oder sich vom FBI erwischen lassen. Durch die miesen Kontrollen, den absurden Schwierigkeitsgrad und die abstrakte Grafik dürften viele Gamer auch heute noch damit beschäftigt sein, den Außerirdischen nach Hause zu bringen. Atari produzierte Millionen Module dieses Spiels und blieb darauf sitzen. Diese Tatsache wird oft als Hauptgrund für den Niedergang dieser Firma genannt. Dass die unverkauften Spiele in der Wüste begraben sein sollen, ist allerdings ein Gerücht. Wenn überhaupt, dann liegen sie zerstampft und einbetoniert in einer Müllhalde in New Mexico. Was dran ist, soll 2014 eine exklusive Doku zeigen. Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was sind eure schlimmsten Lizenzgurken? Verratet es uns in den Kommentaren. Oh, und natürlich sind nicht alle Filmumsetzungen Müll. Eine Liste mit spielenswerten Filmspielen präsentieren wir euch bald in einem weiteren Special.